In jener Zeit, damals, vor über 2000 Jahren, war Rom die Hauptstadt aller Welt. Dort regierte Kaiser Augustus. Er brauchte viel Geld aus seinem Reich. Und jeder sollte bezahlen. Er überlegte sich, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt werden sollten. Also schickte er Boten überall hin, damit sie die Botschaft überbringen sollten. Jeder im Weltreich soll sich melden. Geht alle dorthin, meldet euch dort, wo ihr geboren seid. So will es der Kaiser. Ein Bote kam auch nach Nazareth. In Nazareth lebte Josef mit seiner Frau Maria. Josef hörte die Botschaft des Boten. Also machte sich auch Josef mit seiner Frau Maria auf den Weg nach Bethlehem, denn dort war Josef geboren. Seine Frau Maria sollte auch bald ein Kind bekommen. Als Maria und Josef in Bethlehem waren, kam die Zeit, da sie das Kind, einen Sohn, bekommen sollte. Und sie suchten nach einem Zimmer zum Schlafen. Josef klopfte an die erste Tür eines Gasthauses. Die Tür ging auf. Und Josef fragte den Wirt, ob er ein Zimmer für sie frei hätte. Aber der Wirt schickte sie weiter. So klopfte Josef weiter an viele Türen. Aber sie fanden nirgends einen Platz zum Schlafen. Als sie an der letzten Tür standen, sagte der Wirt, er habe draußen auf dem Feld einen Stall. Dort könnten sie schlafen. Dort wäre es warm und trocken. Und Maria und Josef gingen und suchten den Stall. Und als sie ihn gefunden hatten, gingen sie hinein. Und in diesem Stall, mitten in der Nacht, bekam Maria ihren Sohn. Sie nahm ihn und wickelte ihn in Windeln. Währenddessen saßen ein paar Hirten auf dem Feld und passten auf ihre Schafe auf. Die Nacht
war dunkel und kalt. Aber mitten in der Nacht wurde es plötzlich hell am Himmel. Und es erschien ihnen ein Engel. Dieser Engel sprach: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude. Heute ist euch der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch ein Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Wie der Engel wieder verschwunden war, standen die Hirten zunächst ganz starr. Und sie konnten nicht begreifen, was der Engel gesagt hatte. Doch dann gingen sie los, um das Kind im Stall, den Retter, den Messias, zu suchen. Sie fanden das Kind in der Krippe. Sie knieten nieder und blickten das Kind voller Liebe an. Und mit einem Mal wurde es leuchtend hell und eine große Freude erfüllte sie.